Die ganze Welt blickt dieser Tage auf die Bundeskanzlerin. Und nicht nur wegen ihrer Chancen bei der Bundestagswahl, die jetzt dann ansteht, sondern wegen ihrer Kartoffelsuppe. Im Interview in der aktuellen Ausgabe der Bunden, genau auf Seite 46 unten, muss sich Angela Merkel einer knallharten Frage stellen. Und zwar, es heißt, die Kartoffelsuppe der Kanzlerin sei unerreicht. Haben Sie einen speziellen Trick? Und dann packt Angela Merkel so richtig aus. Deshalb kochen wir heute die Kanzlersuppe im Originalrezept. Ganz ehrlich, so richtig viel über die Zutaten verrät Angela Merkel in ihrem Interview nicht. Ihr geht es mehr um die Zubereitung, um einen Schritt ganz am Ende. Wir müssen jetzt einfach mal davon ausgehen, dass sie eine Kartoffelsuppe nach urdeutschem Rezept bevorzugt. Und dazu nehmen wir ein paar Kartoffeln, Zwiebeln, ein bisschen Lauch, eine gute Fleischbrühe. Und das sind die Basiszutaten für eine Kartoffelsuppe, wie sie die Kanzlerin kochen könnte. Unter dem strengen Blick der Kanzlerin versuche ich gerade, ihr Kartoffelsuppenrezept zu antizipieren. Dazu habe ich jetzt eine große Zwiebel in Würfel geschnitten und mit etwas Lauch, auch klein geschnitten, angedünstet in Butter. Dann 500 Gramm Kartoffelwürfel dazu und hier wartet schon die Fleischbrühe. Auch etwa 800 Milliliter, dieselbe Menge wie die Kartoffeln. Das kommt hier dazu. Und den Trick der Kanzlerin, den sehen Sie nach der Werbung. Nee, Quatsch. Aber die Kartoffelsuppe muss jetzt noch etwa 20 Minuten köcheln und dann wird es richtig spannend. Kommen wir jetzt zum Kartoffelsuppentrick der Kanzlerin. Was ist es denn nun, ihr Geheimnis? Ein Kartoffelstampfer! Und tausende Hausfrauen in Deutschland schreien auf, weil sie ihre Kartoffelsuppe schon seit Jahrzehnten genauso machen, mit einem Kartoffelstampfer. Aber ganz ehrlich, ich finde, in Zeiten von Thermomix und Co. ist es eigentlich ein super Ansatz, endlich mal wieder die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das machen wir jetzt. Statt mit der, Zitat, Püriermaschine gegen die Kartoffelbrocken vorzugehen, macht die Kanzlerin einfach mit dem Stampfer. Und das Ziel dahinter, sie will, dass in der Konsistenz noch, Zitat, kleine Stückchen zurückbleiben. Und das funktioniert einwandfrei. Um die Suppe auf ein kanzlerwürdiges Niveau zu heben, habe ich jetzt noch ein bisschen mit Sahne verfeinert, Salz, Pfeffer und Gewürze natürlich auch, Muskatnuss zum Beispiel. Und jetzt steht sie vor mir, die Kanzlersuppe. Wie versprochen, mit Stückchen drin. Und ich muss sagen, in einer Zeit, wo alle von feinen Sößchen und luftigen Schäumchen reden, ist es doch mal ein ganz cooles Statement zu sagen, nein, in meiner Suppe bleiben die Stückchen drin. Und wenn auch manch einer jetzt gerade sagt, die Merkel, die muss weg, ich sag, Mensch, bleib doch noch ein bisschen auf dem Teller.